Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Metro Exodus. Ja, und das hier ist ein Anblick, den haben wir bis jetzt noch nicht so oft gesehen. Ja, vielleicht in den vorherigen Metro-Teilen, in Metro 2033 oder Metro Last Light. Aber in Metro Exodus waren wir in solchen Gebieten bis jetzt noch nicht unterwegs. Wir sind in der Totenstadt in Novosibirsk, in der letzten Folge hier aufgekreuzt. Eine Stadt oben, ich will gar nicht sagen zerstört, aber das Leben ist halt nicht mehr hier. Das Leben fehlt. Die Häuser sind noch hier. Die Straßen sind gesäumt von Fahrzeugen, es ist halt überall Schnee und Eis und es lebt keiner mehr, außer Mutanten, die haben wir nämlich in der letzten Folge schon erledigt. Und hier vorne irgendwelche komischen Ranken, die von da oben runterkommen. Ich habe keine Ahnung, was das da sein soll, aber das werden wir jetzt rausfinden, beziehungsweise Miller, weil ich hoffe, der geht zuerst. Gucken wir mal. Was ist das da vorne? Können wir eine Waffe hier ziehen? Ja. Ich glaube, das sind genau dieselben Dinger, die wir schon kennen von der Bibliothek beispielsweise, die quasi wie eine Peitsche auf uns zuschlagen. Okay, aber so wie es aussieht, verziehen sich die. Boah, das sieht sowas von ekelhaft aus. Bleh. Okay, ich sammel mal. Und wie das pulsiert auch noch. Na, pfui, Kacker. Ekelhaft, 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 ekelhaft. Guck mal, wie das da aussieht. Bleh. Okay, mal ganz kurz gucken. Ich glaube nicht, dass wir da was finden können. Huch. Okay, ich wollte schon sagen, da hinten ist vielleicht was. Aber was ist denn das hier, was so ein komisches Geräusch macht? Woher kommt das denn? Hört sich einerseits an, wie wenn das von da hinten kommt. Aber andererseits auch irgendwie von oben. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich will es auch gar nicht wissen. Hier könnten wir rausgehen. Ja, bitte sehr. Ich bitte drum. Boah. Oh je, Mini. Wo geht's denn da hin? Ja, anscheinend nirgendwo, wo wir hin sollten. Okay. Und hier sind die Einheiten. Erinnert an das Massengrab in Moskau, oder? 8000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ich frage mich, ob die auch als Spione bezeichnet wurden. Nun, es ist natürlich eine Frage, wie hier das Militär agiert hat. Ob das genauso eingestellt war wie das Militär in Moskau, beziehungsweise die Hanse in Moskau, denn die war ja eigentlich die federführende Fraktion in dem Ganzen. Okay, da oben geht es anscheinend weiter. Wenn wir uns nochmal ganz kurz zurückerinnern und die Geschichte nochmal kurz Revue passieren lassen, als wir in Moskau waren, war die Hanse dafür verantwortlich, dass Moskau nach außen hin wie eine tote Stadt erscheint. Genauso wie Novosibirsk wahrscheinlich, wo niemand mehr lebt. Und die Hanse hat zahlreiche Satellitenkommunikationsanlagen abgeschalten und quasi einen Schutzschirm über Moskau gelegt, damit keine Signale von Moskau nach außen getragen werden. Und sobald irgendjemand von außerhalb, denn wir wissen ja mittlerweile, es haben ganz schön viele außerhalb von Moskau und in anderen Teilen von Russland und Kasachstan überlebt, sobald irgendjemand von außerhalb von Moskau nach Moskau eingedrungen ist, wurden die als Spione bezeichnet. Als Spione, die von den Besatzungstruppen hergeschickt wurden, um möglicherweise Anschläge auszuführen oder um zu gucken, was denn tatsächlich in Moskau los ist, obwohl das manchmal Kinder, manchmal alte Omis zum Beispiel waren oder Opas. Nichtsdestotrotz wurden die als Spione bezeichnet und direkt hingerichtet. Auch dort haben wir ein Massengrab gefunden. Da war die Hanse damals dafür verantwortlich. Die Frage ist aber, wer ist denn hierfür verantwortlich? Die haben alle eine Maske auf. Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass die Maske irgendwie gegen die Strahlung hilft, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das der Realität entsprechen wird. Und die wurden anscheinend sogar in Käfige gesetzt da oben. Utzkom. Mhm. Na, interessant. Ich habe das Gefühl, egal wo wir uns hier rumtreiben, in welchem Teil von Moskau, im Grunde genommen sieht es immer so aus. In Moskau sei schon in Russland. Die Situation in den verschiedenen Orten wird wohl nicht wirklich unterschiedlich gewesen sein, denn alle hatten mal mit denselben Gefahren zu kämpfen. Oh, ein Buch. Also ein Tagebuch meine ich natürlich. Eine notierte Funkmeldung an Kommandant der schnellen Eingreiftruppe Oskom. Ach, Oskom heißt das. Oberstleutnant Klebnikow.
Sie erhalten hiermit den Befehl, die gefangenen Aufständischen zur Sonderabteilung zu bringen und anschließend sofort eine Verteidigungsstellung an der Sibirskaja-Station aufzubauen, schreibt der Vorsitzende von OSKOM, Generalleutnant Vinogradov. Mhm. Und der Mann hat dieses M in der Maske drin, beziehungsweise hier ein W, je nachdem, bis er die Maske aufsetzt. OSKOM. Das war also das Militär hier unten. Ach, guck mal, da sind wir ja wieder. Huch. Was war das gerade? Irgendwas konnte man übersetzen. Hallo? Oder war das das Banner? Irgendwas ist hier gerade aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, was. Egal. Und da wurden alle anscheinend inhaftiert, so wie es aussieht. Der sieht sogar aus, als hätte er eine Militärrüstung an. Vor einem Jahr gestorben? Aber der Krieg tobt doch seit über 20 Jahren. Das heißt also, die haben sehr wohl eine gewisse Zeit lang überlebt. Mit diesem grünen Zeug. Möglicherweise sind das ja die Pilze, die wir hier immer finden können. Die haben sehr wohl eine Zeit lang überlebt. Und vor einem Jahr ist anscheinend dieses Massaker da hinten passiert. Interessant. Ach du Scheiße, kommen wir da jemals wieder raus? Ich speichere mal, bevor wir da jetzt reinjumpen. Das ist nicht unsere Metro. Wenn etwas passiert, kann uns keiner helfen. Ich bin ja mit Absicht da reingefallen. Kriegst du dir ein Bein, kriegst du alleine zu Aurora zurück. Ich kann erst kommen, wenn ich das Medikament gefunden habe. Ja, das ist mir schon klar, alter Mann. Aber ich bin ja mit Absicht da unten reingefallen. Ich wollte ja nämlich ein bisschen auf Loot-Tour gehen, auf Sammeltour. Danke, mein Freund. Auf geht's. Pass nur ab jetzt auf, wohin du gehst. Wir haben schon genug Zeit verloren. Na toll, jetzt stehen wir wie ein Tollpatsch da, wie ein Idiot. Obwohl das eigentlich gar nicht der Sinn und Zweck war. Ich wollte eigentlich da unten nur sammeln gehen, ein bisschen looten gehen. Komischweise leuchtet es immer noch grün. Wahrscheinlich ist das das hier. So, wo geht's als nächstes hin? Mhm. Diese Stützen gefallen mir nicht. Jeden Moment könnte hier alles einstürzen. Und die blauen können wir anscheinend nicht sammeln. Sieh dir den Staub an. Scheint aber stabil zu sein. Auf geht's. Na, super stabil. Das sieht wie eine Ingenieurskonstruktion aus. Super. Fühle ich mich sehr sicher. Ach, der Minner, der ist ja für jeden Spaß zu haben, so wie es aussieht. Eieieiei. Und da sieht man mal wieder, ich habe das schon angesprochen in der letzten Folge. Ich habe nämlich eigentlich jetzt nicht damit gerechnet, dass hier tatsächlich noch so lange die Leute überlebt haben. Denn wenn wir jetzt mal sagen, der Krieg ist, wann passiert? 2013? Wir haben jetzt 2035, also vor 22 Jahren, wenn wir das mal so Pi mal Daumen rechnen, haben anscheinend die Leute hier ganze 21 Jahre im Untergrund überlebt. Wenn wir den Aussagen von Miller trauen können, dass anscheinend die Toten, die wir da gerade entdeckt haben, erst vor einem Jahr gestorben sind. Das heißt, die haben mit dem grünen Zeug, entweder den Pilzen oder möglicherweise was anderes, was wir noch finden werden, ganze 21 Jahre da unten überlebt in der Metro. Aber irgendwas ist nach diesen 21 Jahren passiert. Möglicherweise ist das grüne Zeug, also das an die Strahlungsmittel zu Neige gegangen. Oder aber die Fraktionen oder die Fraktion, wie auch immer das hier aufgebaut war, keine Ahnung, wir können ja nur als Beispiel Moskau nehmen, haben untereinander Krieg geführt. Das kann natürlich auch sein, denn genau das ist bei uns in Moskau passiert. Es haben in Moskau viele, viele Leute überlebt, aber viele davon sind in der Metro gestorben, weil eben eine Fraktion gegen die andere Krieg führt. Und ich vermute mal, das wird hier in Novosibirsk, auch wenn das ganze Metrosystem wahrscheinlich eher kleiner gehalten ist als in Moskau, nicht unbedingt anders gewesen sein. Jeder hat versucht, seine Interessen durchzusetzen und irgendwann mal ist das Ganze wohl in diesem Massaker da hinten geendet. Ich vermute mal, da werden wir bestimmt noch ein bisschen was rausfinden. OSKOM ist da möglicherweise das Militär, so wie es die Spartaner in Moskau waren, also unsere Gruppe. Das sieht alles andere als stabil aus hier. Weiß auch gar nicht, warum diese Hölzer da aufgebaut wurden. Was sollten das bringen? Als ob die Hölzer den Beton da oben halten würden. Glaubst du ja wohl selbst nicht. Hm. Na, schnell mal weg hier.
Das bricht jeden Moment alles in sich zusammen. Im Außenbereich einer Station. Moment, ich zünde eine Leuchtfackel. Verdammt, immerhin war Krieg. Und sogar Panzer sind hier unten zu finden. Na, guck dir das mal an. Krass. Die haben hier tatsächlich Krieg geführt miteinander. Und das sieht man auch ganz gut, denn der Panzer hat sein Rohr genau hier hingerichtet. Und die hier haben ihr Maschinengewehr genau auf den Panzer gerichtet. Das heißt, sie haben sich gegenseitig abgeschossen. Und da sehen wir ja, was daraus passiert ist. Nämlich ein Toter neben dem anderen. Wobei der hier, muss ich sagen, ohne Kopf ein bisschen aussieht wie ein Zombie. Das heißt, die sind hier um keinen Deut besser als wir in Moskau. Auch die hier haben alle in der Metro Zuflucht gesucht und alle dort auch Zuflucht bekommen. Und haben sich dann gegenseitig bekriegt. Man sieht, guck mal hier auf der Seite, man sieht überall die Einschusslöcher und das sind Tausende, wenn wir das mal hochrechnen würden. Überall sehen wir die Einschusslöcher. Also hier wurde ordentlich gekämpft. Wahrscheinlich bis zum letzten Mann. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Ganze tatsächlich erst vor einem Jahr passiert ist, dann würde es mich nicht wundern, wenn wir möglicherweise doch hier noch den ein oder anderen Überlebenden finden. Denn irgendjemand wird sich schon versteckt haben. Irgendjemand wird gesagt haben, der Krieg bringt doch nichts, hört doch auf, Leute. Und hat sich irgendwo zurückgezogen in ein dunkles Kämmerchen und möglicherweise das Ganze überlebt und ist jetzt aber natürlich auch auf sich allein gestellt. Sie hatten alles mit gepanzerten Draisinen verteidigt. Und als die ausgeschaltet wurden, sprengten sie den Tunnel. Die Verstärkung kam nie an. Gehen wir zur Station. Vielleicht können wir dort etwas herausfinden. Und so wie es aussieht, haben aber nicht die Fraktionen untereinander gekämpft, also quasi eine Station gegen die andere, sondern die Personen generell, weil die hier sehen nämlich aus wie Zivilisten. Guck mal, die haben eine ganz normale Kleidung an, eine ganz normale Hose, ein ganz normales T-Shirt und eine völlig verrostete AK neben sich. Der hier hat genauso eine. Aber die hier drüben, die sind von Oskom, die sind vom Militär. Das heißt, die hat nicht, wie zum Beispiel in der Metro bei uns zu Hause in Moskau, die rote Linie gegen das Vierte Reich quasi gekämpft, sondern, also quasi die Neonazis gegen die Kommunisten. Hier haben die Zivilbevölkerung, also die hier, gegen das Militär gekämpft, so wie es aussieht. Das Militär ist mit Panzern hier aufgekreuzt und die haben sich nur notdürftig verteidigen können. Krass. Das ist ja wie wenn die Spartaner in Moskau angreifen würden. Guck mal, die wurden hier aufgespießt mit irgendwelchen Eisenstangen. Der wurde hier überhaupt erdolcht? Interessant. Oskom, Oskom, Oskom. Überall, wo wir hinschauen. Okay, der Miller ist schon mittlerweile ein bisschen weiter vorangegangen. Auch hier haben wir ein weiteres MG, aber alles schon kaputt mittlerweile. Da oben ist auch eine weitere Leiche. Von einem Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen sind die hier aufgekreuzt. Aber überlebt hat das vermutlich zumindest hier vorerst keiner. Wundert mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass die Zivilisten, also die Zivilbevölkerung, mit der stinknormalen AK gegen die überhaupt angekommen ist. Weil ganz ehrlich, die stehen mit Panzern hier und mit einer schweren Rüstung und liegen aber trotzdem tot am Boden. Und die haben so eine staubige AK gehabt damals, die wahrscheinlich auch vom Militär gestammt hat oder zur Verfügung gestellt wurde, sage ich jetzt mal. Krass. Aber was ist denn hier passiert? Alles nur, weil das grüne Zeug zur Neige gegangen ist, oder wie? Oder gab es hier vielleicht irgendeine Militärrevolte möglicherweise? Wollte das Militär als die Zivilbevölkerung? Na gut, ich vermute mal, wir haben ja noch ein paar Sammelobjekte, die wir finden können. Tagebucheinträge und so weiter und so fort. Da werden wir bestimmt noch was rausfinden. Und guck mal an den Wänden, überall die Einschusslöcher, egal wo wir hinschauen, egal welche Mauer wir angucken, ob das oben auf der Decke ist oder hier auf der Seite, wir sehen überall hunderte Einschusslöcher. Das heißt, der Krieg hat hier wie wild getobt. Auch hier wieder ein toter Soldat. Und hier wieder ein ganzer Haufen voll Leichen. Na nü? Und das sind alles Zivilisten. Ja, bis auf den einen. Das ist vielleicht einer von Oskom. Eieieiei. Ich hätte mir gedacht, dass die anderen möglicherweise ein bisschen schlauer sind.
Oh, ist auch einer von OSCOM. Okay, die sind alle von OSCOM hier drin. Das heißt, die haben wahrscheinlich, da die Zivilisten wahrscheinlich versucht, wenn der Krieg da vorne begonnen hat, oder der Kampf hier zumindest in der Region da vorne begonnen hat, konnten die das Panzerfahrzeug schon mal ausschalten und dann hier bis nach vorne vordringen. Und der Zug war wahrscheinlich in der Hand von OSCOM, denn wir sehen hier überall... Oh. Auch die Schatten. Die Geister der Vergangenheit. Na, guck mal einer an. Aber wer ist das denn? Ein Affe? Kinder? Oder möglicherweise irgendwelche Plünderer, aber der sieht so klein aus. Hier sind generell ziemlich viele Kinder. Guck mal. Aber was machen die denn alle hier? War das ein Schülertransport früher mal? Und alle starren die Leichen an. Sind natürlich nur Geister, also die sind nicht wirklich hier, wisst ihr. Das sind die Seelen, die Metrotunnel nicht verlassen können. Cool. Also nicht, dass sie alle tot sind, aber wie das die gestaltet wurde. Ein Toter von den OSCOM nach dem anderen. Und überall hängt ein Geist daneben. Muss natürlich für Miller wieder schwer zum Anschauen sein, denn Miller ist ja eigentlich der Oberbefehlshaber von den Spartanerorden. Hier hat die Schlacht geendet. Lass uns das Tor versuchen. Es müsste zur nächsten Station führen. Kommen wir da nach hinten? So wie es aussieht, nicht. Da hat die Schlacht geendet. Was war das? Da, schon wieder. Oh, was zum Teufel? Mutanten, Feuerfrei! Oh, fuck. Und die kann man zum Glück irrsinnig leicht erledigen. Das war knapp. Höh, der bewegt sich ja noch. Ich dachte, ich sehe schon wieder Dinge. Die Toten erheben sich. Wir sind geradewegs in ihre Höhle gegangen. Wenigstens leben wir noch. Lass uns das Tor öffnen. Aber wo sind denn jetzt diese Sammelobjekte? Hat da nicht irgendwie unsere Uhr geläutet gerade? Guck mal. Hilf mir mal, Archer. Da gibt's doch irgendwas zu holen. Aber wo? Bin gleich da, alter Mann. Keine Sorge. Tja, da können wir ein Licht anmachen. Und hier sehen wir Leichen über Leichen über Leichen über Leichen. Alter Falter, da wurden aber ganz schön viele hingerichtet. Holla, die Waldfeder, liegen ein paar Dutzend. Und diesmal ist ja keiner in Uniform. Na doch, der eine hier. Also das war wirklich ein Kampf bis zum letzten Mann, so wie das hier aussieht. Aber wo finden wir denn hier? Ein Sammelobjekt. Ah. Was, gerade diese einzige Person können wir hier durchsuchen? Warum gerade die und nicht die 100 anderen? Na gut, das wäre natürlich geil, wenn wir alle 100 looten könnten. Da hätten wir Loot ohne Ende. Ja, das war tatsächlich die einzige Person. Na, alles klar. Ich speichere mal sicherheitshalber. So, Tor öffnen. Na los. Dachte schon, unsere Uhr spielt da verrückt. Das reicht. Auf geht's. Wenn ich das richtig sehe, ist das die Sibirskaya, eine Umsteigestation.
Also an der Sibirskaja hat der Krieg geendet, so wie es aussieht. Woher kennt denn sich der eigentlich so gut aus hier? Hat der irgendwelche Bücher... irgendwelche Bücher gehabt von Novosibirsk? Ich meine, wir waren ja nie hier. Und auch hier sehen wir, der Putz tröpfelt schon langsam von der Fassade runter. Ah, Lootobjekte, cool. So, ich gehe mal ganz kurz da ein bisschen rüber. Die Tür können wir eintreten. Machen wir gleich. Wo geht mir da hin? Weiß ich, glaube ich, selber nicht so genau. Okay, da wird es wieder nach oben gehen. Da sieht man sogar schon das Tageslicht, glaube ich, von links und rechts. Das heißt wahrscheinlich Ausgang. Siehst du diese Zylinder? Chlor. Die Mistkerle haben die ganze Station vergast. Daher die Hekatombe. Die haben mir wirklich ernst gemacht. Ah, liegt da die Kirche, voll Idiot. Oh, verdammt! Schon wieder abgeschnitten. Dieses Tor kriegen wir sicher nicht auf. Wir müssen zurück zu den Wartungstunneln. Mir nach. Na gut, da drüben können wir ja eine Tür eintreten. Also es gibt hier definitiv einen Ausweg. Aber soll das jetzt heißen? Also eine Weile überlebt. Wir hatten keinen Funkkontakt zu Novosibirsk. Aber vermuteten, dass sie auch Störsender hatten. Nachdem die Bomben fielen, hat das Verteidigungskomitee wohl beschlossen, dass dies die einzige Möglichkeit ist, neue Angriffe zu verhindern. Ich vermute mal, das Verteidigungskomitee wird hier überhaupt nichts beschlossen haben. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die hier das mit irgendjemandem abgesprochen haben. Hat er nicht unbedingt Unrecht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Okay, das war eine kleine Kommandozentrale, aber möglicherweise hat das hier irgendwas mit der U-Bahn früher mal zu tun gehabt. Denn die Sibirskaja, wenn das hier wirklich die Station sein sollte, wird dann wohl eine etwas größere Station gewesen sein, würde ich jetzt mal behaupten. Und so wie es aussieht, haben wir da vorne das Chlor gefunden und all die Leichen, die wir da unten gesehen haben, sind wahrscheinlich alle durch das Chlor gestorben. Durch eine Chlorvergiftung möglicherweise. Ich kenne mich da jetzt nicht unbedingt aus, wie oder was oder wie man das einsetzen kann, um es quasi tödlich zu machen. Aber anscheinend ist das möglich. So, na gucken wir mal. Hier gibt es auf jeden Fall wieder ein bisschen was zum Looten. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Vielleicht eine Schaltzentrale oder sonst irgendwas. Oh, und ein weiterer Eintrag ist hier. Ein verwitterter Bericht an Kommandant der schnellen Angreiftruppe Oskom, Oberstleutnant Klebnikow. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage Nummer 13217a melde ich hiermit, dass die Gefangenen beim Verhör ausgesagt haben, dass der Hauptgrund für ihre Teilnahme an dem Massenaufstand die allgemeine Unzufriedenheit mit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage war. Zitate: Wir arbeiten uns in den dreckigen Tunneln die Ärsche ab und die Schweinehunde führt da unten ein Luxusleben. Ich habe seit 10 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, obwohl ich die Schweine züchte. Wir bekommen jeden Monat nur eine mickrige Dosis grünes Zeug, was einem verdammten Nichts entspricht, während ihr Mistkerle euch die Taschen damit vollstopft. Der letzte Anstoß, sich den Aufständischen anzuschließen, war für sie jedoch eine angebliche Verschwörung der Ostkom-Führung, wie es ihr Anführer nannte. Sie meinen also, dass wir keine Ahnung haben, nur weil wir hier in der Provinz diese Autos auseinandernehmen? Junge, Sie könnten kaum mehr daneben liegen. Wir wissen alles. Die Bonzen vom Komitee, die Ostkom-Führung, machen sich bereit, wie die Ratten aus der Stadt zu fliehen. Deshalb horten sie das ganze grüne Zeug. Stimmt es nicht? Sie wollen uns hier zum Sterben zurücklassen. Das wissen wir schon seit dem letzten Winter. Warum mussten die Rationen unserer Leute denn um die Hälfte gekürzt werden? Ganz klar, um die Bahnstrecke freizumachen. Wozu der plötzliche Befehl, die Diesellok instand zu setzen? Die ist hier schon seit Ewigkeiten geparkt. Wir wollten sie schon zerlegen. Und jetzt sollen wir sie reparieren? Halten Sie uns nicht für dümmer als Brot. Nach dem Verhör wurden die Aufständischen, die aufgrund dessen unbestreitbar schuldig waren, gemäß der Standardprozedur an die Sonderabteilung übergeben, schreibt der Ermittler der Ostkom-Sonderabteilung, Pereplecik.
Das heißt also, es gab hier definitiv ein paar Unstimmigkeiten, sage ich jetzt mal, zwischen der Zivilbevölkerung und dem Militär. Wenn wir das Ganze nämlich jetzt mal auf normal übersetzen, heißt das, das Militär war anscheinend dafür zuständig, das grüne Zeug, also die Antistrahlungsmedizin, an die Bevölkerung auszuteilen. Die Bevölkerung hat jahrelang anscheinend die Strahlungsmedizin immer wieder bekommen, in regelmäßigen Dosen, bis irgendwann mal das Ganze um die Hälfte gekürzt wurde. Gekürzt wurde, um möglicherweise draußen Strecken freizuräumen, um sich möglicherweise an der Oberfläche aufzuhalten, denn dort wird das grüne Zeug wahrscheinlich noch eher benötigt, weil dort die Strahlung natürlich viel, viel höher ist als da unten in den Metrotunneln. Und irgendwann mal haben die Bevölkerung, oder ich sag jetzt mal Teile der Bevölkerung, begonnen nachzudenken. Warum hortet das Militär oder Ostkom denn das ganze grüne Zeug? Warum wird das nicht mal an uns ausgeteilt und warum bekommen wir nur eine mickrige Dosis? Warum bekomme ich kein Fleisch, wenn ich doch seit 10 Jahren Schweine züchte? Warum bekomme ich das Fleisch denn nicht? Weil vielleicht einige der Ostkom-Führung, einige Bonzen vom Komitee, wie es hier steht, sich den Bauch vollschlagen mit meinem Schweinefleisch und keine Angst haben müssen, durch die Strahlung umzukommen, weil sie Dosen über Dosen über Dosen vom grünen Zeug haben und die Bevölkerung von einer Dosis zur nächsten lebt. Und das sorgt natürlich für Unstimmigkeiten zwischen der Bevölkerung, die hier arbeitet, für Ostkom und zwischen dem Militär selbst. Und wir haben gerade gesehen, worin das geendet ist, nämlich in einem Krieg, einer Art Bürgerkrieg, hier unten die Zivilisten gegen das Militär. Nicht wie bei uns zu Hause, eine Fraktion gegen die andere, sondern alle, die nicht militärisch waren, gegen alle diejenigen, die in Uniform gesteckt sind. Krass. Also ich reime das jetzt gerade hier selber alles nur zusammen, aber ich vermute mal, dass es so irgendwie gewesen sein wird. Ach hoppa, das haben wir aufgemacht jetzt gerade. So, da können wir nichts tun, alles klar. Und da hinten ist auch nichts mehr, gut. Was macht ihr da? Auskommen. Die Metrosysteme wurden alle gleich gebaut. Also sollte es auch hier. Ist das die einzige Linie? Zeltsovskaya? Gagarinskaya? Und wo sind wir? Oh, guck mal, da gibt's auch eine Otjabriskaya. Die kennen wir ja schon von dem bisherigen Metro-Spiel. Und es gibt, also von Metro Last Light war das, glaube ich, da war die Otjabriskaya irgendwie. Was war denn nochmal? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Aber der Name kommt mir bekannt vor. Aber wo sind wir denn jetzt gerade? Zolotaya Niva oder Nova? Pokrishkina? Prospekt? Garina Mihailovskogo? Studenseskaya? Aber ich finde unsere Station hier gerade nicht. Das müsste ja dann die hier. Ach, da oben haben wir es ja. Sibirskaya, da steht's. Die Umsteigestation. Man kann umsteigen von der roten in die grüne Linie. Das ist es. Und anscheinend, wenn das der gesamte Metroplan ist, definitiv die größte Station. So. Minna, achso, du bist da unten. Hoppla. Speichern wir mal sicherheitshalber. Also gut. Wenn wir von hier aus weitergehen, müssten wir in den Belüftungstunnel und von dort zum nächsten Streckentunnel gelangen. Na dann geh mal voraus, mein guter Freund. Verdammtes Stück Stahl. Und ich denke, wir sollten uns hier nicht unbedingt zu lange aufhalten. Denn wir nähern uns bald der Oberfläche. Irgendjemand. Das ist ein Funkgerät. Ein Kind! Scheiße! Warte! Na los, mach schon! Viel Glück! Da ist ein Kind! Huch!
Aber wo kommt der denn her? Warte doch, kleiner Junge! Wir wollen dir doch nichts Böses! Ah, scheiße, der ist natürlich viel schneller als wir und der kennt sich hier auch aus. Im Gegensatz zu uns. Wir wollen ja auch looten. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Miller ist. Er hat gesagt, er schneidet ihm den Weg ab, aber woher will er denn wissen, wo der hinläuft? Der kennt sich hier genauso wenig aus. Und der kleine Junge hat das alles überlebt? All die Kämpfe, den gesamten Krieg? Dann muss es hier noch mehr Überlebende geben, auf jeden Fall. Da hinten ist er. Denn dass er der Einzige ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, wohin jetzt? Geht's hier durch? Ja, mehr oder weniger. Auf die Tür! So, na gut. Und da hält er mich jetzt gerade auf, da gibt's nämlich was zu holen. Wahrscheinlich die Leiche da hinten. Hoppla. So, weiter geht's. Wo ist der Junge? Hier ist er nicht gelaufen. Das hätte ich bemerkt. Sieh auf dieser Seite nach. Ich schaue hier. Okay, seinen Rucksack hat er verloren, so wie es aussieht. Los, Junge! Genug versteckt! Du brauchst keine Angst! Da ist er! Schnapp ihn dir, Artyom! Halt! Wo willst du denn hin? Endlich! Warum bist du weggelaufen? Na los, sprich, Soldat! Identifiziere dich! Gefreiter Kirill Klepnikov, schnelle Eingreiftruppe, Auskunft! Mehr werden Sie von mir nicht erfahren. Sie können mich jetzt einfach auch umbringen. Wir werden hier definitiv niemanden umbringen. Komme ich eigentlich irgendwie durch da hinten? Klepnikov, also gut, Gefreiter. Wir wollen niemandem etwas tun. Bring uns nur zu deinem Befehlshaber. Was meinen Sie damit, Sie wollen niemandem etwas tun? Ich bin von der Oskom. Sind Sie nicht von denen? Denen? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Aber wenn sie Kinder töten, dann sind wir definitiv gegen sie. Also bring uns zu deinem Befehlshaber. Was wollen Sie denn von ihm? Wir sind in einem wichtigen Einsatz, dessen Details nur hochrangige Offiziere erfahren dürfen. Bring uns einfach zu ihm. Abgesehen davon hast du keine große Wahl. Also gut. Keine krummen Dinger, hörst du? Hier entlang, die Station ist in der Nähe. Hui, Pilze. Ohne Ende. Welche? Natürlich der Prospekt. Nur noch ein Abschnitt bis zum Institut. Nicht mehr weit, Archon. Moment. Alles klar. Komm schon. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Aber was wollen Sie im Institut? Du bist hartnäckig. Wir sind in einem Einsatz. Mehr kann ich nicht sagen. Ein Einsatz im Institut? Aber da gibt es kein grünes Zeug mehr. Grünes Zeug? Was ist das? Das wissen Sie nicht? Moment mal, von welcher Station kommen Sie? Von einer weit entfernten. Archon kommt von der Ausstellung und ich von der Police. Hä? Wo ist das denn? In Moskau, Soldat. Halt! Verdammt! Guter Wurf! Sie mir, na los! Bitte. Huch! Warum bin ich jetzt am Desktop? Schnell rein da! Hehe, voll in den Schädel. Aber das war's noch nicht, da kommen noch welche. Ja, die halten diesmal ein bisschen mehr aus. Wie euch das gefällt. Was macht dann jetzt? Jetzt kommt eine andere Waffe zum Einsatz. Warte mal, können wir das da vorne wieder anzünden? Leider nicht. Oh je, Mini.
Verbrenne sie! Nimm Granaten! No, lieber nicht! Schieß alles! Okay, also mit einem Wurfmesser schaffen wir das definitiv nicht mehr so einfach wie vorher. Vielleicht sollten wir da doch lieber diese Waffe hier einsetzen. Friss eine Granate! Gefällt euch das, hä? Sehr gut, Miller. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. War's das? Ein Wurfmesser haben wir verloren. Oh, da haben wir's. Sieh nur, wie sie laufen. Wie in den alten Zeiten. Hier sind wir fertig. Gefreiter Klebnikow, du kannst jetzt rauskommen. Hey, wo bist du hin? Ist er gerade weggelaufen? Wie sollen wir ihn jetzt finden? Wir hätten ihn nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ich bin hier. Er lebt noch. Ha, waren doch nur ein paar Mutanten. Sind sie wirklich aus Moskau? Sind wir. Ich bin Oberst Miller, Anführer einer Spezialeinheit. Und Artyom hier ist einer meiner Untergebenen. Wir sind mit einem Zug aus Moskau gekommen. Wow, das ist cool. Warten Sie einen Moment. Ich öffne das Tor. Na, guck mal einer an, wer sich hier so rumtreibt in den Metrotunnel. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Achso, na komm. Oh, ich dachte, sie wären aufständig. Wissen Sie, hier gab es einen Krieg. Das haben wir bemerkt. Hallo! Da stand schon wieder irgendwas. Schild oder so? Oskom, glaube ich. Na gut, dass wir hier bei Oskom sind, das wissen wir ja. Gemütlich habt ihr es hier. Wo sind denn alle? Papa ist in einem Einsatz und sonst ist hier niemand. Zumindest nicht seit dem Krieg. Da könnten wir Millers Waffe theoretisch auseinanderschrauben, aber das machen wir mal natürlich nicht. Also hat die Stadt einen Atomkrieg überstanden. Einen Bürgerkrieg hingegen nicht. Wie lange seid ihr zwei schon alleine? Fast ein Jahr. Wir hatten das Glück, eine ganze Kiste von grünem Zeug zu haben. Moment mal. Meine Satellitenkarte. Das ist das Tal, wo Aljoscha und du euch verlaufen hattet. Wo hast du die her, Gefreiter? Vor einiger Zeit hatten Stalker die vom Satellitenkontrollzentrum mitgebracht. Dein Vater ist also in einem Einsatz? Wann kommt er zurück? Das weiß ich nicht. Wann ist er denn gegangen? Vor einem Monat. Und seit 3 Wochen ist er per Funk nicht zu erreichen. Ich verstehe. Weißt du denn, wohin er gegangen ist? Was war sein Auftrag? Er ist zu diesem Satellitenkontrollzentrum gegangen. Wir wollten die Stadt im Frühling verlassen. Deshalb wollte er die Einschlagkarte holen, damit wir einen sauberen Ort finden können. Alles klar. Gefreiter, wir müssen mal dein Funkgerät benutzen. Lass uns die Aurora kontaktieren, Archon. Ich werde die Karte besorgen und das sollten Sie wissen. Hört ihr mich, Aurora? Miller hier. Herr Oberst, ich höre Sie laut und deutlich. Wie sind Sie ins Funknetz gekommen? Planänderung. Wir haben Überlebende gefunden. Sie sagen, das Satellitenkontrollzentrum existiert noch. Ich hole dort die Karte, während Artyom ins Institut geht. Verstanden, Herr Oberst. Wie geht es Anna? Sie schläft. Beeilen Sie sich aber. Katja sagt, Anna wird bald wieder einen Anfall haben. Und sie ist zu schwach. Bitte kommen, Aurora. Ende. Habt ihr verstanden, Aurora? Ende. Verdammt. Wieder nur Rauschen.
Archon, wenn sein Vater wirklich einen sauberen Ort gefunden hat, dann ist das die Chance für Anna, für die Jungs, für uns alle. Die Chance, ein richtiges Leben zu führen. Ich werde die Karte besorgen. Wir treffen uns hier, sobald du das Medikament besorgt hast. Dann holen wir den Wagen. Nein, Ex, können Sie nicht raus. Wir haben noch 3 übrig. Papa hat sie für unsere Flucht aus der Stadt aufbewahrt. Großartig, danke. Artyom, mach dich derweil startklar. Hier gibt's sogar eine Werkbank. Übrigens kannst du mein Schienengewehr haben, wenn du willst. Wo du hingehst, könnte es nützlicher sein. Vergiss die Munition nicht. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Alles klar, dann können wir das anscheinend doch zerlegen, sein Gewehr hier. Coole Sache. Na, gucken wir mal. Da haben wir ja einen neuen Freund gefunden. Schau mal eine an. Gerade eben ist er noch geflohen von uns. Aber ich vermute mal, wir können ihm hier vertrauen. Okay, er studiert weiter die Karten. Wie ist es dazu gekommen, dass nur du und dein Vater überlebt haben? Das grüne Zeug. Das Strahlenex war bald alle. Ohne es kann man nicht überleben. In den anderen Stationen gab es Aufstände. Das Komitee schickte Soldaten und ein Krieg brach aus. Einige starben dann im Kampf, andere im Feuer. Wir waren nicht genug, um die Eingänge zu bewachen. Also kamen die Mutanten überall herein. Tut mir leid. Ach, ist schon gut. Keine Sorge. Das heißt also, das grüne Zeug war alle. Und dann ist ein Kampf ausgebrochen. Wer die letzten Dosen bekommt. Wenn ich das richtig sehe, ist dieser Belüftungsschacht unser Ausgang zur Station. Ja, der. Dann gehen Sie durch die Station und nehmen den rechten Tunnel. Ganz einfach. Nehmen Sie einen Schluck, wenn Sie sich krank fühlen. Vielen Dank. So konnten Sie also überleben. Und das heißt also, nachdem der Junge ja jetzt nicht unbedingt aussieht wie ein 20-Jähriger, heißt das also, dieser Krieg ist anscheinend tatsächlich erst vor ungefähr einem Jahr oder so passiert. Also eigentlich noch alles ganz, ganz frisch. Die Leute da unten konnten überleben durch das grüne Zeug, aber irgendwann mal ist das grüne Zeug zur Neige gegangen. Und dann ist ein Krieg darüber ausgebrochen, wer denn jetzt die letzten Dosen bekommt. Die arme Zivilbevölkerung, die schuften muss, oder die reichen Bonzen bei Oscom. Und da ist ein Krieg darüber ausgebrochen und wo der hingeführt hat, das haben wir ja gerade gesehen. Nämlich zu vielen, vielen Toten auf allen Seiten und 2 Überlebenden, nämlich Kirill und seinem Papa. Der Papa, von dem wir schon gelesen haben in den Dokumenten, die wir bis jetzt gefunden haben. Na gut, Freunde, ich würde sagen, über das Thema reden wir nochmal in der nächsten Folge. Wir gucken uns mal hier ein bisschen weiter um. Wir werden mal die Waffe von Minna zerlegen. Wir werden natürlich auch mal die Werkbank benutzen und werden uns rüsten für die nächsten Kämpfe. Denn jetzt gehen wir bald alleine hier spazieren. Und ich habe das Gefühl, das wird keine einfache Aufgabe. Einerseits, weil wir jetzt doch mit Mutanten zu tun haben. Und andererseits, weil die Strahlung ebenso immens hoch ist. Wir müssen uns also rüsten, für unseren Auftrag ins Institut zu gehen. Miller holt sich wieder ein paar Satellitenkarten. Das heißt, wir zwei, die Wege trennen sich. Und da gucken wir mal, dass wir uns alle heile, spätestens zum Schluss, wieder bei der Aurora treffen. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder morgen in der nächsten Folge von Let's Play Metro Exodus. Bis dahin, tschüss!